Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier bei uns auf dem Landwirtschaftssimulator 22. Und ihr seht es, hier kommt unser Helfer mit der ersten Fuhre Sonnenblumen und bringt die zum Silo. Ja, muss noch ein bisschen hier einfahren, einparken, aber ich denke, das sollte doch funktionieren und klappen. Sehr schön. Jo, Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Ich heiße euch recht herzlich willkommen und wir spielen unser Projekt Big Farm hier auf Neubartelshagen. Das heißt mit großen Maschinen und ja, okay, da hat es wohl ein bisschen Kollision da oben, aber es hat soweit geklappt. Er hat abgeladen und wir spielen, wie gesagt, unser schönes, großes Projekt Big Farm mit den großen Maschinen auf großen Feldern und haben echt hier was zu tun. So, der Helfer hat den Korntank schon wieder zu 80% voll und er fährt wieder zurück zum Feld zum Abtanken. Wunderbar, das klappt wunderbar hier mit dem Helfer. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann schauen wir mal, was er hier macht. Der Fendt ist unterwegs auf unserem Grasfeld und mäht schon mal. Hier die Schwart werden wir dann später zu Ballen pressen, zu Silageballen, damit wir dann wieder ein bisschen Material und Futter für unsere BGA haben. Da drüben ist der Kollege unterwegs. Augenblick. Oh, er zuppelt, aber er wird es hoffentlich schaffen. Jo, er ist rausgekommen. Sehr schön. So, hier, er hier ist fertig. Hat gedüngt das Feld. Das ist das Rapsfeld, oder? Dumm. Raps, genau. So, dann können wir hier erstmal die Gerätschaften zurückbringen. Und dann damit hier mit dem Kollegen werden wir hier den Ballensammler bzw. die Ballenpresse holen. Und dann müssen wir natürlich wieder, ja, unsere Reifen ummontieren. Von Pflegebereifung werden wir dann wieder hier auf hinten, auf der Hinterachse mit Radgewichten umstellen. Aber ich muss jetzt gerade mal gucken, bevor er mir hier zu viel macht. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, genau, der John Deere hier, der ist fertig. Das heißt, wir können den erstmal hier den Helfer ausschalten, sonst kostet uns das nur Geld, weil der andere braucht noch ein bisschen. Sudele. Dann können wir das Teil jetzt erstmal unterstellen, wo uns ja der Besitzer dieses Lohnunternehmens uns erlaubt hat, unsere Gerätschaften übergangsweise, bis wir unseren Hof soweit ausgebaut haben, ja, zu nutzen. Okay, jetzt muss ich gerade mal schauen. Nee, da müssen wir noch nichts machen. Das wird noch gehen. Ich meine, wartungsmäßig. Da kommen wir noch zurecht. So, wo ist denn überhaupt die Ballenpresse? Ah, da hinten. So, hier werden wir erstmal umrüsten müssen. Hups. Gut. Aber ich meine, wenn wir schon da sind, dann können wir das Ganze auch reparieren für 800 und ein paar zerquetschte. So, konfigurieren. Wir brauchen... Breitreifen, nein, Breitreifen, Radgewichte, das soll es doch sein. Sehr schön. Jupp. Ja, liegt das Gewicht wieder davor. Okay. Dann fahren wir hier mal rückwärts raus. Und können zumindest schon mal die Presse hier anschließen, beziehungsweise anhängen. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Und ein bisschen bremsen. So, und ran mit der Querneland. Querneland. Die Fast Bale. Da müssen wir nicht anhalten zum Ballen entladen. Das macht die dann alles automatisch. Mit der Doppelkammer-Technologie, wenn ich richtig weiß. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob der andere Kollege, der Ablade- bzw. Abfahrer, schon da ist. Und ob der Fendt bereits fertig ist. Ich habe jedenfalls keine Meldung gesehen. Der müsste noch am Mähen sein, oder? Oder? Wo steht er? Da steht er. Ah, er arbeitet noch. Okay. So. Naja, okay, den kleinen Streifen. Ah, okay. Zip.
Sehr schön, da haben wir wieder jede Menge Action hier, gibt wieder jede Menge zu tun. Das gefällt mir sehr schön, sehr gut. So, dann mal hier drunter. Jo, bingo. Können wir den erstmal hier ausschalten. Ja, tut sich ein bisschen schwer, ne? Unnötigerweise. Okay, wir machen das anders. Das klappen wir erstmal ein. So. Ja, wir wollen nichts verkommen lassen. Das sind dann am Schluss auch ein paar KW vielleicht. So. So, und jetzt, wo ist der Drescher? Müsste voll sein. Das heißt, wir schmeißen den Motor an. Beziehungsweise voll, nicht der Drescher. Natürlich der Abfahrer. Der Drescher müsste leer sein. So, jetzt. Er hier soll sich jetzt nochmal um dieses Feld da kümmern. Dann können wir hinten wieder ausklappen. So, vorne runterlassen. Den Helfer gestartet aus Versehen. Also vorne runterlassen und hinten runterlassen. So, ich glaube, ich habe ein bisschen so früh eingeschlagen. Kann das sein? Nicht, dass er mir da jetzt am Baum hängen bleibt. Okay, stopp. Dann machen wir das anders. So, jetzt müsste es doch passen, oder? Kommt er vorbei? Nee, er will nicht. So, aber jetzt hat es der Helfer begriffen. Sehr gut. So, der Johnny ist jetzt mittlerweile da. Okay, 22%. Und da haben wir unsere Ballenpresse. So, dann lassen wir doch gleich mal hier mit dem Tempomat laufen. Sehr gut, das gefällt mir einfach mit der Fast Bale. Da muss man gar nichts groß machen. Einfach nur fahren, auch wenn es natürlich nicht ganz so flott geht. Das ist richtig. Aber hier mit dem Tempomat und dann die Automatik. Und die wirft uns ja die Ballen auch automatisch aus. Dann müssen wir uns um gar nichts kümmern. Sehr gut. Ja, wenn es jetzt hier noch einen Helfer gäbe auf der PlayStation... Ja, das wäre natürlich nicht verkehrt. Dann könnte man auch hier wirklich automatisiert die ganzen Ballen abladen. Das müssen wir jetzt trotzdem manuell abfahren. Hilft nichts. So, sehen wir den Fendt. So, wo ist denn der Fendt? Ach, da hinten ist er. Okay. Für die Wiese wird er ja nicht ganz so lange brauchen. So, jetzt interessiert mich aber dann doch ein bisschen, wann können wir denn eigentlich unser Material verkaufen? Sonnenblumen, wann ist da die beste Zeit? Augenblick, Preisänderung. Februar, wo stehen wir jetzt? Ups, wieder falsch. 750, 768, 812. Nee, wir müssen mitnehmen, was geht. Das sind dann doch größere Mengen. Okay, im Februar. Und wie sieht's aus mit dem Mais? Okay. Naja, das ist deutlich, deutlich. 469, also auch hier Januar, Februar. Da werden wir ganz, ganz große also Kohle machen. Hoffe ich doch. So, und dann haben wir ja was noch? Hafer.
Ja, das ist dann schon im Dezember 617 um den Dreh rum. Okay, also da haben wir im Dezember und im Januar oder Februar haben wir jede Menge zu verkaufen. So, jetzt soll er erstmal den Ballen hier ablegen. Sonst liegt der Ballen hier an der Spur und das wollen wir gar nicht. So, und den Tempomat wieder rein. Jo, also wie gesagt, unsere Ziele sind auf jeden Fall, dass wir endlich ein bisschen hier mit dem Hof arbeiten können. Das heißt, dass wir endlich den Kuhstall hier auf den Hof bringen. Und wenn wir uns den nächstes Jahr leisten können, das wäre das Ziel, dann müssten auch unsere Kühe so weit sein, dass sie auch Milch produzieren können. Weil sie sind ja jetzt gerade mal im dritten Monat sozusagen oder 3 Monate alt. Da sind ja noch alles Kälber. Und dann werden wir hier unsere Kühe umziehen und hier auf die Wiese bzw. auf unser zukünftiges Hofgelände bringen. Und dann will ich mir auf jeden Fall auch noch eine kleine Getreidemühle, unsere schöne Windmühle hier auch kaufen, damit wir dann eben Getreide und Sonnenblumen und Raps eben dann auch hier produzieren können, in die Produktion geben können. Auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen der Plan. Aber das wird sich alles noch ein bisschen ziehen, denn wenn wir noch mal kurz hier reinschauen, wir haben auch noch 200.000 Schulden. Okay. Die müssen wir natürlich dann auch noch ein bisschen abbauen. Ja, das ist eben alles nicht ganz so einfach, wenn man eben bei Null in Anführungszeichen anfängt. So, kurz mal schauen auf der Karte, ups, wo denn unser Drescher ist. Okay, der wendet. Ist denn das die letzte Bahn? Müssten wir auch mal gleich mal gucken. So, das soll hier erstmal abladen. Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal ganz kurz. Okay. Jo. Dann können wir den vorne abtanken. Auf jeden Fall. Und da die Sonnenblumen zum Silo fahren. Und dann können wir nämlich hier mit dem Mais beginnen. Nicht schlecht. So, jetzt muss ich aber gerade mal schauen. Er hier ist soweit fertig. Ja, und zu mähen gibt es nichts mehr. Dann können wir den eigentlich aufräumen. So. Dann soll er dann später auf jeden Fall die Ballen einsammeln. Dann müssen wir aber die anderen Ballen erstmal abladen. Damit wir hier nicht durcheinander kommen. Wie gesagt, die anderen Ballen sind ungefähr so bei 25-30%. Und dann haben wir diese Ballen und das wird ja auf jeden Fall 2 Monate gehen. Oktober, November, Dezember. So, den stellen wir jetzt aber erstmal dahin. Denn wir müssen erstmal gucken, wie weit der Johnny ist und schon mal abtanken. Ja, 13.000. Dann machen wir ihn hier mal an. So, und dann müssen wir uns auch schon wieder Gedanken machen, was wir eigentlich dann hier auf das Feld anpflanzen. Ich überlege gerade, wir müssen nochmal schauen, wie das hier jetzt aussieht. Aussaat geht eigentlich jetzt nur Getreide. Weizen und Getreide, wenn ich richtig weiß. Wir können mal kurz gucken. So, was können wir denn hier machen? Saatzeitpunkt Weizen und Gerste. Weizen und Gerste. Ja, bietet natürlich die Möglichkeit, jede Menge Stroh zu machen, aber jetzt auf diese beiden Felder, ansonsten müssen wir warten. Naja, ansonsten müssen wir halt auf nächstes Jahr warten. März oder so und dann hier wieder
Mais oder Soja könnte man natürlich auch noch machen. Ich meine, was natürlich jetzt auch eine ganz wilde Geschichte ist, die wir auch schon mal gemacht haben hier auf Neubartelshagen mit einem Häcksler. Dann also Gras angesät, Häcksler mit Schneidwerk für Gras und dann halt direkt in den Ballenwickler hinten rein und dann direkt die Silageballen mit dem Helfer hier produzieren. Das war natürlich auch nicht schlecht. Das hat natürlich auch was gehabt. So, das ging dann auch sehr zügig, aber wir wissen ja, irgendwann ist natürlich die Ballenkapazität erschöpft. Gut, wir werden hier... Ach, der Motor ist wieder aus, okay. Erstmal rüberbringen zum Maisfeld und nochmal anfangen mit Mais. So, da kann es auch nicht mal schaden, wenn wir hier erstmal 1-2 Vorgewände fahren. So, und dann schicken wir ihn hier mit dem Helfer. Job erstellen, das haben wir schon. Job starten. Wobei, wir müssen woanders hin. So, dann müssen wir nämlich dann hier hin. Gut. Und los geht's. Und er müsste zuppeln. Er tut es sehr schön, sehr gut. Dann schauen wir mal. Okay. Wie weit er bei Mais hier voll wird. Da sind wir jetzt bei 14%. So, das können wir eigentlich selber fahren. Ja, okay, wenn wir ihn jetzt hier gleich runterschicken, dann müsste er Mitte des Feldes eigentlich rauskommen. Dann können wir ihn abtanken. Ja, muss man immer ein bisschen planen, wie man am besten übers Feld fährt, damit natürlich dann das Rohr auf der richtigen Seite ist, wenn wir ihn entladen wollen. Wenn wir ihn abtanken wollen. Jo. So, sehr gut. Sehr gut, der andere ist hier unterwegs. Da fahren wir kurz mit. Er ist auf dem Weg zum Silo. Sehr gut. Dann machen wir hier in der Zwischenzeit mal weiter mit den Ballen. So. Jo, und seit dem neuen Update, dem Patch 1.10.1, gibt es ja jetzt E-Sports im Menü. Und da würde mich mal interessieren, schreibt mir es doch mal in die Kommentare, ob ihr das Ganze hier schon mal angetestet habt. Ich werde es jetzt auch mal die Tage mit Sicherheit machen. Den Arena-Mode oder den Bale-Stacking-Mode. Ob ihr da schon mal ein bisschen angetestet habt, gespielt habt, ob ihr da alleine trainiert habt oder ob ihr da schon mit euren Kumpels zusammengespielt habt. Oder es gibt ja auch, wie ich gesehen habe, so eine Art Zufallsgenerator, dass man zufällig in irgendwelche Matches reinkommt. Lasst mich mal wissen, ob euch das interessiert, ob ihr das interessant, spannend findet hier E-Sports im Landwirtschaftssimulator 22. Würde mich interessieren, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Yo! Sehr gut macht der Case das. Ja, da hinten der Ballenwickler. Ja, jetzt nur noch mit 5 km/h. Wir haben auch richtig schön Grasschwade, gar keine Frage. Da ist genügend Material drauf. Er entlädt. Jupp. Und wir schauen nochmal hier auf die Karte, auf die große. Wo denn eigentlich... Ach, der müsste doch jetzt hier sein. Ah, da fährt er vorbei. Okay. Okay, da ist der Johnny unterwegs.
Achso, und ich wollte noch gucken. Okay, und der Abfahrer, hat der schon abgeladen? Oder fährt er da jetzt gerade zum Silo? Ja, der fährt, glaube ich, gerade zum Silo und lädt ab. Sehr schön. Gut. So, jetzt so. So, dann mal hier flott um die Kurve rum. Nicht, dass er hier den Ballen wieder mitten in die Schwart ablegt. Das ist dann immer ganz, ganz übelst. Oh ja, da liegen ja schon wieder Ballen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 Stück pro Bahn, so wie es aussieht. Ja. Ja, okay, da hat er jetzt 5 gemacht. Okay. Ja, da kommt schon einiges zusammen. Höchstwahrscheinlich werden wir vermutlich auch wieder mit da drüben die Ballengrenze erreichen. Aber das ist kein Problem. Dann werden wir eben den Rest mit dem Ladewagen einsammeln. So, und wenn ihr das sehen wollt, dann gerne in der nächsten Folge. Helfer J hat wieder einen vollen Korntank, aber der Abfahrer ist noch nicht da. Das werden wir uns dann alles in der nächsten Folge ansehen. Das soll es für heute gewesen sein in unserem schönen Projekt Big Farm hier auf Neubartelshagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Noch toller wäre natürlich ein Abo, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. So, da vorne steht er, der Johnny hat schon das Rohr ausgefahren, hat das noch nicht mal geschafft bis zum Ende des Feldes. Okay, das werden wir dann noch entsprechend korrigieren. Nichtsdestoweniger geht es dann in der nächsten Folge wieder weiter hier bei mir und ich würde mich freuen, denn ja, wo sind wir denn eigentlich? Ich glaube schon, das war die 40. Folge hier in Neubartelshagen. Also wunderbar, das ist ein schönes Projekt, das macht mir richtig Spaß, das gefällt mir. Und dann haben wir ja noch unser Projekt, ja unser kleines Alpenprojekt mit kleinen Feldern, mit kleineren Maschinen. Das ist auch wunderbar, unser neuer Mini-Brunnen. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann schaut doch dort mal rein. Auch da gibt es weitere Folgen. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, bis bald.